Der Opa ist weg. Oder? Spielt er hier unten mit dem Kind? Oder? Ich höre die doch. Okay. Wow. Was war das denn? Deine Meinung halt. Das ist schwierig. Ich mag beide. Ich finde doch beide ziemlich... ziemlich stark. Und was sie für Fähigkeiten haben. Schwer. So, ich packe erstmal die Kiste da. Auf den Wagen, ne? Vielleicht löst es dann irgendwas aus. Aber wo ist der Opa? Und wie werde ich die Hake jetzt los? Wunderschön. Wie werde ich jetzt die Hake los? Einfach wieder hier reinstecken? Okay. Das Einzige, was ich gesehen habe, womit wir das befestigen können, ist halt das Seil, wo die jetzt den Drachen nutzen. Ja. Das wäre eine ganz gute Idee. Die will ernsthaft... Sie ist ernsthaft so gefahren. Alter. Okay, wo ist jetzt das Kind und der Opa? Wo sind die? Ach, da. Ist der Ball auch noch da? Blödes Kind. Wie viel Uhrzeit ist Essenspause? Weiß nicht. Wie bekomme ich jetzt das Kind? Na los. Oh, jetzt sieht sie sich der Sonne an. Erkunder, hm? Anderes Wort für Stalker einfach. Errungenschaft. Sag es doch einfach. Stalker. Gibt eine Essenspause? Ich esse aber schon. Ich muss auch noch eine Pause machen. So für 10 Minuten, dass ich mal kurz, weiß ich, eine Terrine oder so esse. Findest du, dass Tattoos fehlen? Ich bin der schlechteste Christ überhaupt. Ich esse am Karfreitag eine Pizza. Oh wait, bin ja gar kein Christ mehr. Ich will aber erst mal wissen, wie ich jetzt das Seil bekomme. Das ist wichtig. Lebensnotwendig. Was kann er noch spielen? Oder wie kann ich den dazu bringen einfach? Kommt sie nicht ran? Ins Baumhaus komme ich leider auch nicht, ne? Das würde zu ihm passen, auch wenn ihn viele nicht mögen. Ich finde ihn eigentlich ganz in Ordnung.
Er hat zwar so seine Momente als Charakter, wo er vielleicht ein bisschen unsympathisch erscheint, aber er hat auch seine guten Momente. Ich mag das, dass der halt so nicht so Mainstream ist. Pizza Hawaii ist gut. Für mich jetzt. Jetzt kommen da die anderen. Bäh, du Unmensch, pfui. Ich mag Ananas. Ich sehe den Ball leider nicht mehr. Wo ist denn der Ball hin verschwunden? Ich brauche das Seil. Gibt er mir halt nicht, ne? Bäh. Ja, wo ist denn der Ball hin verschwunden? Der hat doch da oben festgehangen. Leute, das Spiel spielt Spack Twitch bei mir. Echt? Bei mir ist gerade eine gerade Linie. Ich habe gerade keine Probleme. Sehr komisch. Bei mir buffert er momentan relativ oft. Okay. Das kann auch an die Uhrzeit liegen und weil Twitch vielleicht wieder überlastet ist. Das kann gut sein. Und die Uhrzeit spackt Twitch gerne mal. Leider. Das hatte ich gestern zum Beispiel bei Funkstream. Da ist es auch ziemlich oft bei mir hängen geblieben, leider. Wo ist der Ball hin? Ich schaue gerade halt, ob ich hier irgendetwas finde, womit ich den vielleicht überzeugen kann. Warte mal, ich kann doch die Hake jetzt nehmen. Gucken. Vielleicht ist der Ball doch noch da und ich habe ihn einfach nur übersehen. Und dann könnte ich den mit der Hake runterholen. Jetzt kommen Ideen. Ich habe den nicht gesehen. Nee. Einfach nicht da. Können wir tauschen? Von die Pro-Play. Ja, dieses Kind macht mich auch irre. Ich muss wahrscheinlich irgendetwas anderes auslösen. Ich meine, ich habe alles geöffnet, um die Hake jetzt zu bekommen. Das war ja eigentlich das Ziel. Also das Ziel, dass ich die Türen offen habe. Aber... Was soll ich jetzt damit machen? So geht's auch nicht. Hätte ja sein können, dass sie es vielleicht als verlängerten Arm nutzt. Dem muss man aufpassen, dass er endlich erschießt. Wenn du Ananas auf Pizza magst, probier mal meine Ferie Spezial. Und das heißt, was ist auf der Spezial drauf? Der andere hassen Ananas. Ananas Pizza und ich mag's. Kann man auch noch hoch. Jetzt bin ich schon wieder raus. Mann. Hat jemand vielleicht eine Idee? Ich denke gerade die ganze Zeit nur an Essen. Das ist ganz schlimm.
Ja, ich markiere mein Revier überall. Überall, wo ich jetzt hake, das ist meins. Da darf niemand dann mehr. Niemand mehr hin. Auch der Hund nicht. Siehst du, ist verboten. Ananas Thunfisch mit. Oh, okay. Ich mag ja scharfe Sachen. Thunfisch mag ich auch. Das klingt interessant auf jeden Fall. Hawaii mit Jalapenos und Knoblauch. Alter, jetzt hört doch mal auf, ich hab Hunger. Süß, salzig und pikant. Oh, geil. Okay, das klingt gut. Habe ich da etwa Essen gehört? Ja. Danke, Essen! Aber ich will erst wissen, wie ich das Seil bekomme. Das triggert mich voll. Dieses dumme Kind. Aufhören zu spielen. Ich habe jetzt darüber zwar nachgedacht, aber mir ist jetzt keine Lösung gekommen. Ich glaube, wir haben es einfach im Grunde mit dem Seil verkackt. Also ich wüsste jetzt nicht, wie wir das Seil bekommen sollen, außer wir können nochmal das Kind sein und irgendwas anderes machen. Deswegen möchte ich jetzt was versuchen. Du geiles Stück DNA, wow. Außer ihr habt noch eine Idee, wie ich vielleicht doch an das Seil kommen kann. Dann ja, dann schieß los. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht. Weil der Opa hatte das ja und das hat hier gehangen. Und ich könnte ihn ja eigentlich dann fragen, wenn das Kind das Seil nicht hat. Der Ball ist ja auch komischerweise verschwunden. Gibt es einen Weg, das Kind zu sein? Das möchte ich ja herausfinden, wenn ich jetzt ins Auto steige und den Unfall mache. Ich kann ja dann zurückreisen, also zurückspulen und dann möchte ich mal gucken, ob ich das Kind wieder sein kann oder halt einfach nur die Tante hier. Das ist jetzt die einzige Möglichkeit, die ich austesten kann. Ansonsten sehe ich jetzt keine Chance, das Seil zu bekommen. Deswegen steige ich mal jetzt rein. Außer ihr habt noch eine Idee, aber ich glaube, ich denke mal auch nicht, oder? Wenn ich jetzt hier reingehe, ist halt Ende des Tages. Geh mal einfach rein. Ich muss das Kind wahrscheinlich spielen. Ich schätze mal auch, damit ich das Seil irgendwie bekomme. Das Problem ist, dann passiert ja der Unfall wieder wegen dem Kind. Wir gucken mal. Also wenn das funktioniert, dann ist klar, warum ich es jetzt nicht gecheckt habe. Wenn wir jetzt zwischen die Bilder tauschen können. Dann wird das Spiel noch interessanter als gedacht. Also noch viel, viel interessanter. Beschleunigen. Man hört es schon klappern und so. Oh. Ich habe so eine geile Maschine bekommen, die massiert dir die Füße. Ich kann. Oh, okay, ich kann wirklich hin und her switchen. Ach du Kacke. Oh, fuck. Das kann ja lustig werden. Oh, fuck.
Weil man muss dann halt auf so viele Sachen achten wegen dem Butterfly-Effekt. Ach du Scheiße. Lass mal hin und her switchen. Ja, ich sehe schon. Ich muss ja jetzt halt dafür sorgen, dass ich das Seil bekomme. Das Seil müsste ja jetzt der Opa haben. Da dürfte ich dann eigentlich... Auswahlmöglichkeiten? Da dürfte ich ja jetzt eigentlich nichts machen. Seil hängt da, okay. Damit der Tag endet, muss ich halt mit dem Ball und dem Hund spielen. Also würde ich mal schätzen. Ob es richtig ist, ich habe keine Ahnung. So, jetzt passiert das. Jetzt wird das Seil angezeigt. Wir haben es mit Absicht gezeigt, das Seil, oder? Dass sie denn sagen, da ist ein Seil. Okay, jetzt ist der Fußball da. Okay, an die andere Wand oder Baum oder was auch immer. Aber. Jetzt gehe ich mal zurück zu ihr. Bring der Alten das Seil, vielleicht spielst du dann mit dir. Hast ja dann Zeit. Kann gut sein. Ich wüsste halt nicht, dass man hin und her switchen kann. Hätte ich ja noch lange suchen können. Alter. Ich ist verrückt. Ja, ist ja egal. Das Coole ist, die Sachen, die ich davor schon gemacht habe, zum Beispiel das Laub weggefegt und so, das bleibt dann halt so. Ich gehe jetzt zum Opa, der das Seil hat. Wie die alle nur ein Seil haben hier. Die müssen sich alle ein einziges Seil teilen. Immerhin. Wo ist eigentlich das Kind? Ich suche es mal. Ah, die spielen gerade miteinander. Ach komm, spiel doch! Jetzt muss ich trotzdem wahrscheinlich fahren, ne? Ich muss jetzt fahren und dann... Kommt trotzdem der Unfall, dann muss ich wahrscheinlich wieder zum Kind switchen und dann... Keine Ahnung. Ach du grüne Neune. Drei Videos angeschaut und alle machen es so, es gibt ja keine... Achso, du meinst jetzt wegen dem Spiel hier. Ja, falls wir gar nicht weiterkommen, ihr könnt mir dann ruhig helfen. Ihr habt die Erlaubnis. Können wir gemeinsam rätseln und nachdenken.
Bei manchen Spielen ist es dann halt so, da möchte ich allein erkunden, aber hier kann man ruhig zusammen. So, fahren wir wieder. Aber ich kann nicht einfach so die Bilder switchen, ne? Ich muss immer erst diesen Unfall haben. Wahrscheinlich. Und ich befürchte, dass wir es die ganze Zeit umsonst machen. Wir können sie bestimmt nicht retten. Jupp, okay. Mir ist das Spiel zu kompliziert. Du bist jetzt sicher. Aber es kommt trotzdem der Unfall wegen... Schätze ich mal, oder? Nein, doch nicht. Okay, was passiert jetzt? Jetzt muss ja der andere... Warte mal. Da ist doch der eine Typ, der da rumschießt. Vielleicht trifft er den Reifen oder so. Okay, was passiert jetzt? Ach du Kacke. Der Rollstuhl ist immer noch da, ja? Ich schätze auch mal, der Jäger ist... Und da waren ja vier Bilder. Der Jäger und der Opa da noch. War es nicht genug Errungenschaft? Ich musste alle vier. Ich schätze mal auch, dass ich alle vier machen muss. Hier sind ja nicht viele Bewohner. Die werden alle ihren Teil dazu beitragen. Ja. Alter, was zur Hölle? Verflucht. Egal, was wir tun. Ich glaube, am Ende ist einfach, dass er akzeptieren muss, dass sie tot ist, ne? Das ist schon hart, dass er immer und immer wieder den Tod seiner Frau sieht. Ja, das ist wirklich hart. Und er versucht es zu verhindern, aber... Beide leben, aber sie haben das Kind verloren.